Zu Alice, seien Sie still, zu Kate, du bist Kate Holmes. Zu Kate, ich kenne das Böse. Du bist Kate Holmes. Und ein Holmes gibt niemals auf. Das weiß ich. Oh, scheiße. Wow. Alter. Was? Oh, yeah. Was für eine geile Nummer. Er ließ zu, dass George Hurst Lord Marsh tötete, der sowieso an Tuberkulose gestorben wäre. Sie vermischen alles, das ist nicht dein Leben, so ist die Welt von Verbrechern. Sie verwirren sie! Sie Hexe! Sie vermischen meine Fälle mit ihrem Leben! Du hast mich weggeschickt! Wenn ich da bin, streiten wir nur! Du schämst dich wegen mir! Die Baker Street ist zu gefährlich. Schämen wegen dir niemals. Nein, es ist meine Schuld. Wie kannst du nur glauben, dass ich mich wegen dir schäme? Man kann dem Schicksal nicht entkommen. Oh, halt doch einfach mal die Klammer jetzt. Ihre Mutter konnte es nicht. Ihr Vater war ein Mörder. Aber sie verdient es doch zu leben, nicht wahr? Kate, hör nicht auf sie. Und Holmes wird auch getötet. Ich habe es vorhergesehen. Diese massige Auswahl an Tasten immer, ne? Vielleicht werde ich getötet. Das ist mein Risiko. Aber mein Beruf hilft, andere Leben zu retten. Wirklich? Und Sir Charles? Und Percy Fleming? Sie retten Leben? Nein! Sie nehmen sie! Du kannst mich auch nicht retten! Oh, hör auf damit. Doch ich kann, wie bisher auch. Doch ich kann, du bist mein Alles. Ja, Kate, machen wir doch mal. Du bist sicher bei mir. Ich beschütze dich, du bedeutest mir alles. Wie kannst du ihm trauen? Er hat deinen Vater umgebracht. Wie konntest du ihn nur töten? Er musste ausgeschaltet werden. Wie kann sie nur? Es hieß entweder er oder ich. Er war ein gefährlicher Verbrecher. Ich hatte keine Wahl. Siehst du? Alles vorherbestimmt. Denk an die Zeichen. Unser Treffen. Die Zeremonie. Sie sind eine Lügnerin. Was ist mit deiner Kindheit? Nein, sie ist verrückt. Sind eine Lügnerin. Sie haben all das inszeniert, um meine Tochter zu töten. Siehst du? Es ist Zeit. Sie sind eine Psychopathin. Sie bewahrt ihren mumifizierten Vater auf. Nein, Alice will dich töten. Das hier. Wer würde schon die mumifizierten Überreste seines Vaters aufbewahren? Sie ist verrückt. Das ist mir egal. Ich gehöre nirgendwo hin. Ich will dich nicht verlieren. Das entscheide ich. Wir sind eine Familie. Wir sind... Oh, wir sind du eine Familie. Du gehörst zu mir. Wir sind eine Familie. Stimmt nicht. Du hast mich vom Leben abgehalten. Und jetzt hältst du mich vom Sterben ab. Ich hasse dich. Ah! Oh. Ich glaube, das müssen wir nochmal machen. Upsi. Okay. Die ganze Dialoggeschichte nochmal, oder was? Alice! Ich hab Angst! Ich weiß, aber es wird alles gut. Sieh, es brennt nicht! Komm schon! Hey! Oh Gott, nein! Hey! Okay, so. Es gibt keinen Fluch, du bist du selbst, das macht dich nicht zum Monster. Was? Es gibt nach wie vor keinen Fluch. Es gibt keinen Fluch, Kate! Doch! Deswegen hast du mich immer belogen! So ein Blödsinn, das spielt keine Rolle. Ich wollte dich nicht verlieren, ich wollte dich beschützen. Ich habe nur gelogen, weil ich dich nicht verlieren wollte, bei Gott! Frag Watson! Mein Leben lang wurde ich belogen! Wissen Sie, wie sich das anfühlt? Wer redet eigentlich mit der? Zu Alice, seien Sie still, du bist Kate Holmes, ich kenne das Böse, du bist Kate Holmes.
Du bist Kate Holmes und ein Holmes gibt niemals auf. Das weiß ich. Ach ja, da war jetzt das hier wieder. Ausweichen. Und jetzt brauchen wir die Axt oder so. War doch da irgendwas? Genau. Zack. Kachin. Ja, er weiß. Nichts kann das Schicksal ändern. Hören Sie, er ließ zu, dass George Hurst Lord Marsh tötete, der sowieso an Tuberkulose gestorben wäre. Sie vermischen alles, das ist nicht dein Leben, so ist die Welt von Verbrechern. Sie verwirren sie! Sie Hexe! Sie vermischen meine Fälle mit ihrem Leben! Du hast mich weggeschickt! Wenn ich da bin, streiten wir nur! Du schämst dich wegen mir! Wie kannst du nur glauben, dass ich mich wegen dir schäme? Man kann dem Schicksal nicht entkommen. Meryl Butcher konnte es nicht. Ihr Vater war ein Mörder. Aber sie verdient es doch zu leben, nicht wahr? Kate, hör nicht auf sie. Und Holmes wird auch getötet. Ich habe es vorhergesehen. An alten Scheiß waren wir. Getötet, das ist mein Risiko. Aber mein Beruf hilft, andere Leben zu retten. Wirklich? Und Sir Charles? Und Percy Fleming? Sie retten Leben? Nein! Sie nehmen sie! Du kannst mich auch nicht retten! Doch, ich kann wie bisher auch. Doch, ich kann, du bist mein Alles. Hey, du bist sicher bei mir. Ich beschütze dich, du bedeutest mir alles. Wie kannst du ihm trauen? Er hat deinen Vater umgebracht. Wie konntest du ihn nur töten? Er musste ausgeschaltet werden. Es hieß entweder er oder ich. Na, ich nehme das hier nochmal. Er war ein gefährlicher Verbrecher. Ich hatte keine Wahl. Siehst du? Alles vorherbestimmt. Denk an die Zeichen. Unser Treffen. Die Zeremonie. Sie sind eine Lügnerin. Was ist mit deiner Kindheit? Kate, nein, wie kann das plötzlich mehr für dich bedeuten als deine Kindheit? Siehst du, es ist frei. Auf ins nächste Licht. Sie sind eine Psychopathin, sie bewahrt. Nein, Alice will dich töten. Nein, Kate, sie will das Boot versenken und dich töten. Sie wusste, dass du zögern würdest. Das ist mir egal. Oh, nein, oder? Ich will dich nicht verlieren. Nein, Kate, ich will dich nicht verlieren. Ich liebe dich. Komm schon. Vater! Ich weiß nicht, was ich mache. Hilf mir! Oh. What to do? Was soll ich machen? Das Ding hier oben? Gut. Sie war die Tochter des Teufels. Hierher! Schnell! Das Boot geht unter! Okay, wir haben es geschafft. Alter! Vater, es tut mir leid. Mir auch, Kate. Alter Schwede. Mann. Was für eine Nummer hier gerade. Leck mich doch am Arsch. Das war hart. So, und jetzt haben wir das Spiel geschafft, meine Freunde. Jetzt genießen wir erstmal den Abspann. Ich muss kurz durchatmen. Alter. Was für ein krasses Ende. Ich hoffe mal, dass Alice mit dem Boot für immer untergegangen ist.
Es geht ja, also diese Hexe. Mann, Mann, Mann. Puh, schön. Wir haben es geschafft, Freunde. Wir haben Sherlock Holmes durchgespielt. Alle Rätsel gelöst. Die Frage ist jetzt natürlich, wie richtig wir sie gelöst hatten. Ich dachte eigentlich, wir bekommen das noch irgendwie angezeigt. Aktuell sieht es nicht ganz danach aus. Vielleicht kommt es noch, vielleicht können wir es im Menü nachsehen. Es war mir auf jeden Fall ein riesen Vergnügen, ein riesen rätselhaftes Vergnügen. Und ja, ich hoffe, euch hat es genauso Spaß gemacht, mit zu rätseln, mit zu fiebern, was am Ende wohl dabei rauskommt. Und ja, deswegen überlasse ich euch jetzt zunächst mal dem Endscreen hier. Falls es irgendwo die Möglichkeit gibt, noch Lösungen einzusehen, dann holen wir das natürlich am Ende noch nach. Und ansonsten vielen Dank, dass ihr zugesehen habt, und wir sehen uns beim nächsten Let's Play. Bis dahin, ihr Süßen, euer Mate Blaster. Ciao, Servus. So, hier bin ich nochmal ganz kurz. Es gibt jetzt hier die Option, Fälle einzusehen. Und hier können wir nochmal alle Entscheidungen prüfen. Ne? Im Fall der Jagdgründe haben wir 18 für 18 Hinweise gefunden, und Gnade für Lord Marsh war scheinbar auch die richtige Entscheidung. 7% der Spieler haben dieselbe Entscheidung getroffen. Ja, schön. Der nächste Fall, eine Studie in Grün, haben wir nur 8 Hinweise gefunden von 19, und keine Gnade für Sir Charles war die falsche Entscheidung. Ja, das haben auch 6% der anderen Spieler getroffen. Wie sieht's denn mit dem hier aus? Schein oder Sein? Haben wir 20 von 20 und die richtige Entscheidung getroffen mit keine Gnade für Percy Fleming. 77% haben dieselbe Entscheidung getroffen. Kettenreaktion haben wir 12 von 12 und keine Gnade für Butcher war auch korrekt. 16% haben auch diese Entscheidung getroffen. Und last but not least haben wir Fieberträume, und naja, wie wir das Ende gemacht haben, das konnten wir ja nicht ändern. Von daher, ja, bis auf einen Fall alle richtig, und ich finde, das ist eine ganz gute Quote. Die Studie in Grün, boah, das sind wir echt schlecht gewesen, aber ja. So, jetzt nochmal Dankeschön und ja, bis bald. Tschüsschen.